Das Promi-Geflüster mit der 801. Ausgabe. Ja, wir sind jetzt, ja, wenn ihr vielleicht vermutet, dass ich im Urlaub bin. Ja, ich glaube, ich lasse euch mal in dem glauben. Ganz einfach. Wir können es uns ja mal gönnen. Warum denn nicht, ne? Schön Meeresfeeling und Abendstimmung. So soll es sein. Und ich habe mir dennoch wieder einen neuen Gast hinzugeholt. Ihr kennt ihn vielleicht aus unserem Adventsgeflüster. Da hatte ich ihn euch schon mal vorgestellt. Und heute möchte ich ihn gerne doch nochmal zu seiner neuen Single ein bisschen befragen. Und wir unterhalten uns einfach mal ganz locker. Denn ich glaube, es gibt einiges zu erzählen. Jordan Hansen, ich hoffe, ich habe es jetzt wieder nicht zu englisch ausgesprochen. Nein, alles gut. Jordan Hansen, genau, so klingt es vielleicht doch besser, aus Cottbus. Hallo, grüße dich. Ja, hallo, mein lieber Frank. Ich grüße dich ganz herzlich, grüße auch euch dort draußen an dem Bildschirm. Das ist total interessant, weil diese Verzögerung im Bildschirm, ja. Ja, willkommen. Ich freue mich mega, dass ich heute da sein darf und dass wir heute mal ein kleines Gespräch führen. Tatsächlich zu zweit. Das letzte Mal war es, glaube ich, zusammen. Da haben wir ja ein größeres Trio gebildet. Also freue ich mich umso mehr heute auch mal, dich ganz für mich alleine zu haben, sozusagen. Ganz genau. Ja, nee, also ich sag, vor kurzem gab es wieder eine Pressemeldung und da gab es eine neue Single, wurde vorgestellt von dir. Laut, wenn ich schweige. Also die Botschaft, die muss man erstmal ein bisschen, sage ich jetzt mal, so auf sich wirken lassen, denn man kann wirklich auch schweigen, um vielleicht mehr zu sagen, als man gerne möchte, glaube ich. Ne? Das steckt so dahinter. Ne? Auf jeden Fall. Das ist auch der Grundansatz dieses Songs, einfach mal dafür zu stehen, dass ganz oft auch oder in einigen Situationen im Alltag auch weniger mehr sein kann und es manchmal auch vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man in gewissen Situationen erst einmal schweigt, um sich dann vielleicht auch ein genaueres Bild zu machen von Dingen oder von einem Sachverhalt, um dann vielleicht auch klarer auf Dinge zu sehen. Genau. Richtig. Und gerade heute in der doch hektischen Zeit und in der hektischen Welt, sagen wir, wir haben so viele Probleme, wo man wirklich manchmal staunt und auch tatsächlich schweigt. Ne? Ja, auf jeden Fall, hast du sehr recht. Also grundlegend für den Song für mich war eigentlich tatsächlich, dass mir das so bewusst geworden ist an einer ganz bestimmten Situation meines eigenen Alltags, dass es in gewissen zwischenmenschlichen Beziehungen manchmal auch so ist, dass man einfach keine Worte mehr findet oder keine Worte mehr für irgendetwas hat, weil man vielleicht schon zu oft drüber gesprochen hat oder auch zu oft mit dem Problem konfrontiert war mit einer Person und es deswegen dann für mich die Schlussfolgerung war, okay, vielleicht bin ich jetzt einfach mal laut, wenn ich schweige, weil vielleicht mein Schweigen dann eher wahrgenommen wird zu einer Sache, als wenn ich wieder anfange, darüber etwas zu erzählen oder wieder anfange, mir irgendwie Gehör zu verschaffen in einer gewissen Art und Weise. Und Schweigen sozusagen dann auch eine Möglichkeit ist, ja, aufmerksam zu machen und zu zeigen, pass auf, ich schweige jetzt, vielleicht hörst du mir dann endlich einmal zu. Auch das ist eine Möglichkeit, ganz genau. Also ich sag, wenn man wirklich den Titel anhört, da gibt es viele Möglichkeiten, den entsprechend für sich zu interpretieren. Ne? Auf jeden Fall. Und der ist bewusst auch so verfasst, dass man eben verschiedene Möglichkeiten hat, sein eigenes Leben da anzuknüpfen, so ein bisschen. Und ich habe auch schon durch Gespräche mit vielen Freundinnen und Freunden gehört, dass jeder auch was ganz anderes drauf projiziert, ja, tatsächlich. Manchmal gar nicht so, wie ich es gedacht habe, aber tatsächlich auch jeder für sich selbst. Und das ist ja auch das Tolle an Musik, wenn ein Song ganz verschiedene Hör- und Lesarten hat und man dadurch eben dann auch bewirken kann, dass Menschen vielleicht auch ein bisschen ins Nachdenken kommen und sich darüber vielleicht dann auch mit deinem Song beschäftigen. Und das ist ja das, was ich so schön daran finde und wofür ich unendlich dankbar bin. Auf alle Fälle. Und da, ja, genau, letztes Jahr, das, wie gesagt, das war zu unserer Adventsgeflüster-Ausgabe, also in der Vorweihnachtszeit, jetzt ist doch ein halbes Jahr vergangen. Was ist denn so bei dir jetzt eigentlich alles passiert? Ah, es ist super viel passiert, also gerade passiert auch super viel um mich herum. Ich habe mich dann in der Weihnachtszeit erstmal rausgenommen ein bisschen und so ein bisschen versucht,
einerseits besinnlich Weihnachten zu feiern, andererseits aber auch wieder kreativ zu werden. Und in der Zeit tatsächlich ist auch Laut, wenn ich schweige, entstanden, also genau in diesem Zeitfenster. Und habe mich zurückgezogen, ein bisschen mein Jahr reflektiert und so ein bisschen überlegt, was vielleicht so los gewesen ist im Jahr, was war toll, was war nicht toll. Und habe mich dann zusammengesetzt mit Birute Rosemann und mit Davin Bernhard und haben diesen Song zusammen geschrieben und komponiert. Und dann war ich im Tonstudio, habe dort viel gearbeitet und habe dann auch an dem Song gearbeitet und dann final das Video gedreht. Also da war so viel, was passiert ist zwischendurch. Und nebenbei habe ich auch schon angefangen mit meiner diesjährigen Stadtfest- und Straßenfest-Tour sozusagen. Da bin ich noch mittendrin gerade aktuell. Ich habe jetzt eigentlich jedes Wochenende bis September in irgendeiner Stadt in Deutschland immer einen Auftritt und freue mich sehr darauf und sehr darüber, weil ich dort eben mit den Menschen auch zusammenkomme und einfach auch zusammen mit euch dort vor Ort feiern kann, das Leben feiern kann, die Musik feiern kann. Und es passiert gerade aktuell so viel, auch um diesen Song herum, was mich einfach ja, glücklich macht und ich freue mich einfach, dass der Song von den Leuten noch angenommen wird und dass ich eben auch mit meinem Song vielleicht ein bisschen eine Botschaft verteilen kann. Und dann habe ich für mich das Gefühl, ich habe bisher erstmal alles richtig gemacht und kann jetzt auch ganz positiv auch in die nächsten Wochen und Monate blicken, wenn es dann auch neue Musik wieder geben wird, an der ich auch gerade schon schreibe. Sehr schön, also da tut sich doch einiges. Und wir haben es gestern, als wir kurz das kleines Vorgespräch hatten, auch schon gehabt. Wie wird es denn von den Radiostationen angenommen, der Titel? Ich weiß, manche haben es vielleicht nicht so ganz mit so in den Titel reinzugehen, dass sie die Botschaft auch verstehen, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also in Online-Radios muss ich dazu sagen und da mal ein ganz großes Dankeschön an Tanja Frugel. Das ist meine Promoterin, die da wirklich auch im Online-Radio-Bereich super viel möglich macht. Und aktuell bin ich da in mehreren Hörer-Votings mit drin, in einigen sogar auf Platz 1 mittlerweile. Das ist unfassbar schön für mich, das freut mich mega. Bei den ganzen großen Radios ist es tatsächlich, da werden mir, glaube ich, viele Kolleginnen und Kollegen auch zustimmen, wieder ein großer Kampf, dass man mit seiner neuen Musik gerade als kleinerer Künstler auch irgendwie reinkommt und gehört wird. Das ist eine Sache, die ich aber immer schon so ein bisschen kritisiere, weil ich mir so ein bisschen mehr Mut wünsche, also gerade auch von den großen Sendern auch neue Gesichter zu spielen, beziehungsweise sich auch zu trauen, einfach mal Musik zu spielen, die vielleicht nicht immer so ins Schema passt, aber vielleicht trotzdem ihre Berechtigung hat. Und das ist eine Sache, die ich bei diesen ganzen Netzsendern im Internet und so überall sehr positiv finde, weil die trauen sich das halt und die machen das einfach. Und da ist dann eben auch für gerade kleinere Künstler, auch wie mich, immer eine ganz gute Möglichkeit, seine Musik einfach auch präsentieren zu können. Und natürlich wünsche ich mir sehr, dass auch große Radiostationen meine Songs tatsächlich spielen. Das hat bei anderen meiner Songs auch schon geklappt. Vor langer Zeit in anderen Projekten und ich wünsche es mir sehr auch für meine deutsche Musik, die ich jetzt seit einiger Zeit wieder mache. Ja, also ich finde auch, es ist bei den Öffentlich-Rechtlichen doch sehr, sehr schwer reinzukommen. Das definitiv. Ja. Es ist schwer reinzukommen, ja. Aber ich denke mal, du, wenn man dich oder deinen Terminplan auch so anschaut, du bist natürlich schon auch ein Mensch, der gerne auf der Bühne steht und eben auch vom Live-Publikum sozusagen lebt. Ja. Ja, ich liebe das. Also ich liebe dieses Live-Performen, auf der Bühne zu stehen, live zu singen, einfach mit den Leuten zusammen eine schöne Zeit zu haben und immer das auch zu sehen, wie Menschen einfach auch mal loslassen können. Also ich habe so meine kleine Mission immer, dass ich sage, wenn ich auf die Bühne gehe und vor Ort bin, dann möchte ich wenigstens für eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder auch 30 Minuten, je nachdem, wie lang der Block geht, die Leute einfach abholen, sie aus ihrem Alltag ein bisschen rausreißen. Und wenn ich es dann geschafft habe, dass ein, zwei Personen glücklich vom Platz gehen, weil sie vielleicht mal eine halbe Stunde nicht an das denken mussten, was sie im Alltag so beschäftigt, dann habe ich, glaube ich, ganz viel erreicht und ganz viel geschafft und dann freut mich das ungemein. Genauso auch, wenn Menschen vom Platz gehen und vielleicht auch nachdenken über die eine oder andere Liedzeile, die ich dort gesungen habe und da vielleicht für ihr eigenes Leben was mitnehmen. Also ich finde das unfassbar wertvoll und schön, live zu spielen, vor Ort zu sein und auch nach den Auftritten dann mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Also ich finde das immer total bereichernd, auch mit den Leuten vor Ort zu sprechen. Manchmal kommen Leute noch nach dem Auftritt rum und wollen Autogramme haben oder irgendwie sowas.
Und ich nutze die Zeit dann immer ganz oft, um einfach auch mal Fragen zu stellen, mit den Leuten einfach ins Gespräch zu kommen, um ja einfach noch so diesen Abend ausklingen zu lassen und nehme dadurch auch selbst ganz viel mit, sei es an Feedback oder auch an persönlichen Dingen, die ich mir einfach selbst dann durch Gespräche so ein bisschen zusammengehört habe und daraus dann vielleicht neue Songs machen zu können tatsächlich. Ja, auf alle Fälle. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was wirklich rauskam. Wir hatten ja da dem Adventsgeflüster noch einen weiteren Musiker als Gast dabei, der aus Freiburg kommt. An dieser Stelle sei er recht herzlich gegrüßt, wenn er uns zuschaut. Seid ihr irgendwie mal grundsätzlich zusammengekommen? Habt ihr da Also wir mal? haben noch geschrieben tatsächlich und ich muss shame on me, aber ich glaube auch on him, haben es beide irgendwie noch nicht geschafft, uns da mal wirklich konkret weiter zu einigen. Aber tatsächlich spiele ich seine Musik bei uns im Radio. Ich habe ja auch einen eigenen Radiosender gegründet vor 3 Jahren, also auch ein Online-Radio mit der Mission, ganz viele verschiedene Künstlerinnen und Künstler zu spielen, um einfach allen eine Bühne zu geben, irgendwie zu scheinen und ihre Musik an das Publikum zu bringen. Und da haben wir ihn auch mit reingenommen. Ja, immerhin, siehst du, läuft doch. Ne? Ja, wenn ich so deinen Terminplan, wie gesagt, nochmal anschaue, du bist hauptsächlich dann doch oder größtenteils, ja, jetzt muss man doch wieder sagen, in den östlichen Bundesländern zu Hause und unterwegs, ein bisschen auch natürlich im norddeutschen Raum, aber der Süden, den vermisse ich noch ein bisschen. Das stimmt, also ich auch. Aber es gab auch schon Jahre, wo der Süden mit dabei war tatsächlich und sogar sehr oft vertreten war. Aber klar, ich meine, ich wohne ja in Halle und ich komme ja ursprünglich aus Cottbus, also im tiefen Brandenburg, und habe natürlich über die letzten 10, 15 Jahre mir da einfach auch so ein bisschen meinen Bereich so aufgebaut, und Natürlich, deswegen bin klar. ich natürlich auch oft so unterwegs und fühle mich aber überall zu Hause. Also ich würde nicht fest für mich sagen, dass ich jetzt konkret nur hier irgendwie meine Heimat so finde. Ich bin tatsächlich überall in der Welt zu Hause, weil ich mich an Orten immer ganz schnell heimisch fühlen kann und immer wohlfühle auch schnell tatsächlich und dadurch halt einfach auch gerne woanders bin und mich immer freue, wenn ich auch mal in den Süden komme, nach Westdeutschland komme oder nach Österreich, in die Schweiz, je nachdem, wo ich hin kann und auch hin darf und hinkommen darf sozusagen. Und letztendlich fühle ich mich überall irgendwie wohl und zu Hause, und solange ich Musik machen kann, singen kann, mit Leuten eine schöne Zeit haben kann, ist das für mich alles völlig in Ordnung. Wenn man jetzt gerade auch die Fotos auf deiner Homepage da ein bisschen durchforstet, auch wo dran steht Booking, auf der Bühne, da ist noch ein bisschen mehr dabei, wenn du auf der Bühne stehst, oder? Wie muss man sich's Ja, vorstellen? genau. Also ich bin manchmal solo unterwegs, aber natürlich auch mit Begleitungen, in dem Falle mit Jules und auch Selina Gbaba, übrigens eine ganz tolle Künstlerin, also unbedingt mal folgen. Und die beiden habe ich jetzt schon seit einigen Jahren im Gepäck. Jules schon seit ich überhaupt angefangen habe, auf der Bühne zu stehen. Sie ist quasi meine Schwester im Geiste. Wir sind aufgewachsen zusammen in Cottbus und haben unsere musikalische Ausbildung auch zusammen gemacht. Und seitdem sind wir immer in verschiedenen Projekten unterwegs. Sie hat übrigens auch sehr mutig mitgeschrieben. Das war ja meine erste Single, die ich letztes Jahr in dem Rahmen des Schlagerpops rausgebracht habe. Und ja, zusammen machen wir uns einfach auf der Bühne eine schöne Zeit. Sie machen viel Background, aber Celine singt auch eigene Songs von sich, bei denen ich einen Background wechsle sozusagen in den Konzerten. Und Jules singt auch ab und zu solistisch, wo ich dann auch in den Background wechsle, weil ich immer der Meinung bin, dass man verschiedene Stimmen immer gerne hören soll und ich mich da auch ehrlich gesagt immer gar nicht so wichtig nehme. Also ich finde, wenn das Gesamtkonzept stimmt und du kannst einem Song durch eine andere Stimme auch eine ganz tolle Farbe geben, dann ist es für mich auch überhaupt gar kein Problem, mal ein bisschen zurückzutreten und Background zu machen, weil ich einfach das dann für den Song schön finde und einfach auch toll finde, dass man verschiedene Stimmen auch anbieten kann auf der Bühne und eben auch dadurch Vielfalt bringt irgendwie. Das stimmt, das klingt interessant, genau. Also, wie gesagt, wer dich erleben möchte, einfach mal auf deine Homepage gehen. Jordan Hansen, ich blende es unten ein, dann Genau, guckt man mal. blend's mal unten, hier unten irgendwo Genau, ein. hier unten blenden wir es ein, hier unten da, genau. Und dann einfach mal dem Link folgen, entsprechend dann die Termine aufrufen und dann, ja, hoffentlich kommen viele dann zu den nächsten Konzerten, wer weiß. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich einige von euch antreffen könnte und sehen könnte. Und sprecht mich ruhig an. Also ich bin immer offen für Ansprechen und unterhalte mich wirklich total gerne. Und tut es einfach. Tut es einfach, genau. Tut es einfach, genau. Social Media bist du natürlich auch vertreten, ganz klar, das müssen wir heutzutage ja
irgendwo alle sein, sage ich mal, Facebook, Instagram, YouTube. Ja, da bin ich Genau. überall, obwohl ich echt zugeben muss, dass ich ein sehr, sehr unvorbildlicher Social Media Mensch bin, glaube ich. Also ich poste eine Zeit lang immer total viel und dann irgendwann denke ich mir ganz oft, boah, ich habe gar keinen Bock mehr und dann habe ich wieder 3 Wochen lang nichts gepostet oder 5 Wochen lang. Einfach weil ich dann so im realen Leben irgendwo stecke und ich Ja, ganz klar. oft mir auch dann einfach sage, ich möchte die Erfahrungen auch im realen Leben machen. Und gerade bin ich sehr stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, mal regelmäßig etwas zu posten, obwohl ich jetzt schon weiß, es wird die nächsten Auftritte sind relativ wieder außer Kontrolle geraten und ich werde wieder 10-mal vergessen, irgendwas zu posten, weil 10-mal das Handy abstürzt und ich 3-mal mich gelöscht habe aus Versehen. Also ich bin nicht unbedingt firm mit diesen ganzen Dingen. Aber ich weiß, sie gehören dazu und man hat ja auch die Möglichkeit, darüber ganz viele Leute kennenzulernen und auch mit anderen Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt zu kommen, die ich so vielleicht gar nicht getroffen hätte, ja. Ja, das ist richtig, ganz genau. Ja, wenn du jetzt so hier meinen Hintergrund siehst, Urlaub, Sommer, Sonne, steht es bei dir auch noch an? Wo geht's hin? Oder gibt's gar keine Zeit dafür, weil einfach die Auftritte jetzt Also gerade überwiegen? Absolut, diesen Sommer ist ganz schwierig, weil ich ja auch immer unterwegs bin, auf verschiedenen Veranstaltungen auftrete. Aber traditionell ist bei mir immer so, dass ich eher weniger im Sommer wegfahre. Ich fahre eigentlich immer im Herbst weg. Also ich nehme mir meistens immer was anderes im Sommer, nehme ich mir ganz oft immer im Herbst raus, weil ich ein totaler Irland-Fan bin. Ich liebe Irland und ich liebe Großbritannien. Ich habe da auch einen ganz großen Bezug dazu. Und nimm ganz gerne eine Auszeit in Irland. Und wenn das dann auch mal 2 bis 3 Wochen ist, ist es auch super, weil ich es einfach so schön da finde. Man kann da mitten auf dem Feld stehen, da ist wirklich niemand außer der Wind und ein paar Vögel und ein paar Bäume und ganz viele Schafe und eine Wiese. Und das kann manchmal unendlich befreiend sein, wenn man so im Alltag im Trubel steckt. Und ich finde das auch in Irland so, die Menschen, die haben alle so eine ganz, ganz, ganz bestimmte Art und Weise miteinander auch umzugehen und zu sprechen, wo ich mir ganz oft so wünsche, oder könnten wir uns auch was von abschneiden manchmal. Und deswegen bin ich da so unwahrscheinlich gerne und nehme mich im Herbst immer raus, weil das Wetter tatsächlich dort im Herbst am schönsten ist. Okay, müsste man sich vielleicht mal auch antun. Warum denn nicht? Das Und kann wie ich du dir sagst, unbedingt empfehlen. Ja. du stehst dann auf dem Feld, die Schafe drumherum und sonst niemand, da kann man dann Ja. einfach. Oder mit dem Auto mitten in den Schafen sozusagen Genau, und dann da kommt kann die man dann Glauben auch rein. mal schweigen, Ja, da kann ich auch schweigen sozusagen. und die Schafe sind laut. Also Irland ist ein tolles Land zum Schweigen. Man kann da total in sich kehren. Man kann aber auch, man möchte zumindest und viele Menschen haben, möchte abends im Pub gehen und dann einfach losgelöst mit allen Menschen singen und tanzen und einfach auch dort das Leben feiern. Und das finde ich so schön an Irland, dieses Ungezwungene und dieses, ja, trotzdem traditionelle, aber was irgendwie so alle mit abgreift. Da von jung bis alt in so einem Pub sind da ja irgendwie alle vertreten und die können auch alle jedes Lied, ja, vom Volkslied bis zum aktuellen Song und dann mit denen zusammen da immer zu singen mit Live-Musik ist einfach großartig. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Ja, das glaube ich, genau. Sehr schön. Wenn du jetzt, wie gesagt, unsere Probleme hier in Deutschland so betrachtest, was wäre ein Thema für dich, wo du wirklich sagst, da muss man schweigen? Ah, da gibt es gerade viele Themen, wo ich schweigen würde, manchmal gerne, aber eigentlich Schweigen gerade nicht angebracht ist tatsächlich. Also, wer mich schon etwas länger verfolgt und so ein bisschen guckt, was ich so mache, der Aber wird ich ja auch sage mal, darauf. Entschuldigung, es muss jetzt nicht nur Deutsch sein, sondern wir beziehen es mal auf die Welt sozusagen. Ich glaube, da gibt es einiges. Ja, da passt es ganz gut. Also da, wie gesagt, wer mich schon seit einer Weile vielleicht verfolgt, ab und zu mal auch verfolgen wird, der findet schnell raus, dass ich sehr engagiert bin in der ganzen Szene für queere Menschen, also alles, was so buntes Leben, vielfältiges Leben ist, auch in unserer Gesellschaft, aber auch in der Welt. Und das macht mir gerade ganz viel Sorge. Also der Song Sei mutig zum Beispiel, den ich ja letztes Jahr rausgebracht habe, da ging es ja genau darum, sei mutig, steh zu dir, du bist nicht allein und egal wie du bist einfach gut und solange du mit dir zufrieden bist, passt das. Und ich habe das Gefühl, und das ist manchmal so eine Sache, wo ich gern schweigen würde, aber ich weiß, man sollte jetzt gerade nicht in dem Thema schweigen, dass eben auch in vielen Staaten, denen man eigentlich dachte, das wäre mittlerweile überwunden, wieder Homophobie, Transphobie, das wieder ganz hoch im Kurs ist und tatsächlich auch in Deutschland wieder auf dem Vormarsch ist. Ich
versuche noch immer so ein bisschen zu ergründen, was dahinter stehen könnte, warum das so ist. Aber wir hatten da mal immer schon ein bisschen einen weiteren Blick zurückgelegt und hatte das Gefühl vor einigen Jahren, wir haben schon echt viel bewirkt und habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wir als Gesellschaft insgesamt, sei es jetzt in Deutschland, in der Welt, immer mehr verrohen und immer mehr verlernt haben, miteinander zu sprechen tatsächlich, weil jeder immer laut ist und denkt, wenn er möglichst laut ist, dann kann er noch lauter gehört werden als alle anderen. Und von dem Punkt aus betrachtet wäre es dann doch schon mal ganz sinnvoll, wieder zu schweigen, um einfach mal sich auf das zu besinnen, was um einen herum passiert und wirklich mal zuzuhören. Ich habe immer ganz oft das Gefühl, wir haben oder verlernen immer mehr zuzuhören, einander zuzuhören. Und weil wir eben dann nicht zuhören, verstehen wir auch manchmal ganz oft Dinge einfach nicht, die um uns herum passieren. Und aus dem Grunde kommt es dann für mich ganz oft dazu, dass eben ja, Menschen vielleicht ja, ungehaltener werden, manchmal vielleicht aggressiver auch werden bestimmten Sachen gegenüber. Ich glaube nicht per se, weil Menschen einfach böse sind, das glaube ich nicht. Ich bin ja so ein Menschenfreund und glaube wirklich an das Gute in den Menschen. Ich glaube einfach, dass wir ein ganz großes Kommunikationsproblem in der Gesellschaft haben und dass wir wieder mehr zum Wir werden müssen und weniger zum Ich-Sein gehen sollten. Wir sind aktuell, glaube ich, immer sehr ich-bezogen und müssen langsam wieder lernen, dass aber auch das Wir wichtig ist, damit ich halt auch im Ich zufrieden sein kann. Genau. Wenn ihr natürlich da draußen vielleicht auch mal eure Meinung sozusagen zu diesem ganzen Thema mal kundtun wollt, dann schreibt's uns doch in die Kommentare, würde ich doch sagen. Wo wollt ihr vielleicht mal eher schweigen, um laut zu sein sozusagen? Ich glaube, jetzt haben wir es richtig, gell? Ja. Jetzt haben wir es, glaube ich, richtig und es ist auch wirklich eine wichtige Frage, denn man ist, glaube ich, manchmal sehr überrascht, was da auch für Antworten kommen können, glaube ich Ja, tatsächlich. definitiv, genau. Also ich meine, das sind wirklich viele Themen. Ich bin gespannt, ob jemand sich traut, überhaupt sozusagen laut zu werden. So auf die Art, ne? Ja, das ist, ich bin wirklich gespannt. Also schreibt es unten rein, tut euch keinen Zwang an. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Ich halte das immer ganz oft, habe ich letztens festgestellt beim Auftritt, mit meinem Song Sei mutig, dieses typische Sei mutig, denn du bist nicht allein. Also sei mutig und schreib in die Kommentare. Genau. Genau, also haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Sei mutig und seid laut Ja. entsprechend. Ja. Genau. Und schweigt, genau. Auch schweigt Lauf und wiederum. schweigt Genau. nach. Genau. So ist es, genau. Ja, wie gesagt, deine Termine haben wir, deine Urlaubsplanung für Herbst steht auch. Und ja, dann sind wir mal gespannt, was vielleicht musikalisch in naher Zukunft noch kommen wird. Vieles in Planung, oder? Hast schon Da einiges kommt noch vorbereitet? einiges Schönes auf uns zu. Ich habe einiges geplant für dieses Jahr noch tatsächlich. Aber da will ich gerade noch nicht zu so viel verraten. Das kommt dann alles in den nächsten Wochen, Monaten auf euch zu. Okay, sind wir gespannt. Ja, dann sage ich schon mal wieder recht herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich Hat mich danke dir. Vielen gefreut. Dank. Und wie gesagt, wenn das nächste Projekt ansteht oder die nächste Single kommt, wieder melden. Dann machen wir auf alle Fälle eine Fortsetzung. Eine Sache ist ja auch noch, bei uns darf ja hier im Promi-Geflüster selbst so direkt keine Musik laufen. Deswegen, ja, du kommst bei uns zum Einsatz im Parallelradio Laut FM, laut.fm, Strich oder Slash, wie es auch immer heißt, Schlager 24. Da findet man deine Musik dann drunter. Sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung und danke auch, dass ich heute mal wieder hier sein durfte und vorbeischauen durfte. Das ist für Natürlich. mich immer eine ganz tolle Ehre. Also vielen Dank, lieber Frank. Bitte gerne. Und dann wünsche ich dir, wie gesagt, alles Gute, einen schönen Sommer und pass auf dich auf, bleib gesund und bis zur nächsten Ausgabe. Bis zum nächsten Mal. Und Ihr bis zum auch. nächsten Mal. Genau, den Zuschauern auch herzlichen Dank. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.